Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Gehen wir jetzt endlich mal mit Shalqor. Ach, mein Gott. Ihr wisst, wen ich meine. Moment, vorher noch der Versuch, durch die Wand zu reden. Manchmal klappt's, wenn sie an der Wand sitzt. Aber scheinbar sitzt sie heute auf dem Tisch. Ja, sie liegt. Naja, meinetwegen. Hey, Süße. Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Na. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqor. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Shalqor ist der vermutlich mysteriöseste Charakter in dem ganzen Dark Souls-Universum. Man könnte vielleicht annehmen, Fiona ist interessanter. Oder Feuergott Lan oder Velka. Auch die Velka ist vielleicht on par mit Shalqor. Aber das Ding ist, Shalqor ist vermutlich tausende Jahre alt, kann sprechen, kennt jeden Boss in diesem Spiel, kann am Geruch erkennen, welchen Boss wir gerade getötet haben und gibt Kommentare zu den Bossen. Hinzu kommt, dass sie in der Lage ist, uns wie der Pardoner hinter den Gargoyles in Dark Souls 1 aus Covenants zu entfernen. Und sie verkauft natürlich auch äußerst interessante Gegenstände. Wir reden gleich nochmal ein bisschen mit ihr. Aber reden wir mal über einen der schlimmsten Ringe im gesamten Spiel, und zwar Name Engraving Ring. Easier to connect to players who choose same guard. A special ring that can be engraved with the name of a god becomes easier to connect to worlds of players who choose the same god. There are countless vestiges of long-lost gods in the ruin of Dranglake. Or perhaps they are the very same gods as ours, only known by different names. Es fängt schon damit an, wer hat diesen Text überhaupt formuliert, denn hier steht geschrieben, there are countless of long lost gods in the ruins of Dranglake. Okay. Und dann steht da aber, or perhaps they are the very same gods as ours. Aus welcher Perspektive wurde das geschrieben? Aus Shalqors? Oder ich habe schon wieder ihren Namen nicht mehr drauf. Oder aus unserer Perspektive, dem Spielcharakter. Ich meine, denn hier wird betrachtet und gesagt, das sind alles Götter irgendwie aus den Ruinen dieses Landes, so. Oder sind das unsere Götter, nur mit einem anderen Namen? Also aus welcher Perspektive wird das betrachtet? Hinzu kommt, dass es alles Götter sind, die ich nicht kenne. Also das ist einmal Nema, Keita, Kalib, Kreml, Evalana, Hanlef, Naalma, Cinder, Quella und Caffrey. Und die haben alle so ein Anhängsel, also Nema ist Goddess of Love, dann gibt es die Goddess of Tears, Goddess of Disease, Goddess of Struggle, Hunt, Bliss, Blood, Desire, Dream and Fortune. Alles Götter, die wir nur hier nur einmal gehört kriegen und danach nie wieder. Also es sind nicht nur die Silver Serpent und Golden Serpent Rings, die hier neue Gottheiten einfach ins Spiel bringen, ohne sie zu erklären, sondern der Name Engraving Ring ist echt eine dumme Bitch. Der macht das noch alles viel, viel schlimmer. Wer das nicht weiß, er wird für Multiplayer benutzt, wenn man Koop spielen möchte mit einem Kumpel. Man zieht sich den Ring an, bestimmt den gleichen Gott. Und dann tauchen die Summoning Signs sofort auf. Ring of Whispers. Can hear the voice of foes. Den brauchen wir für ein bisschen Lore. Ring worn by Rue, the Explorer. Hear the inner voices of surrounding foes. Useful for locating hidden enemies. Or perhaps
a few other things as well. Perhaps, perhaps. Who knows? Red Eye Ring. A cursed ring depicting a demon eye becomes easier to be detected by enemies. If it is tranquility that you seek, then you should never have left your home. If you seek strife, then fair enough, but no need to overdo it. Das ist ein Ring, den kann man im Koop anziehen, um sozusagen der Tank zu sein, in Anführungszeichen. Silver Ring depicting a leaping feline reduces damage from falling. Legend has it that when cats grow old, a force brews within them and they are reborn as something new. Legend has it that when cats grow old, a force brews within them and they are reborn as something new. As something new. Also nicht wieder als Katze, sondern als irgendetwas anderes. Kann eine Katzengestalt sein, aber irgendetwas anderes. A modest but inexplicably disturbing ring absorbs HP for each enemy defeated. Peer too closely at the rare stone that forms the eye of this ring and things that bright and steer may come into focus. Dieser Ring hat eine Überschneidung mit Dark Souls 1 und 3 und in Dark Souls 1 heißt es, according to legend, this ring contains the spirit of an evil eye, a dark beast which assaulted Astora. The strength of the evil eye does not wither, and HP is absorbed from fallen enemies. Also in Dark Souls 1 haben wir einen richtig, richtig konkreten Lore-Hinweis auf eine Kreatur, die wahrscheinlich Astora vernichtet hat. In Dark Souls 3 heißt es, this ring captured the full spirit of an evil eye, a creature that ravaged Astora. Also auch wieder komplette gleiche Aussage, Dark Souls 1 und 3 sind sich da einig. Absorbs HP from each defended foe. The horrid spirit nearly destroyed Astora, but was eventually defeated by the sword of the one most noble. Dafür müssten wir jetzt in die Dark Souls 3 Lore abtauchen. Nur wichtig zu wissen ist, hier wird Astora überhaupt nicht erwähnt. Peer too closely at the rare stone that forms the eye of this ring and thinks that bright and steer may come into focus. Das heißt, die haben hier absolut gar keine Ahnung, was da eigentlich drin ist. So gar kein Plan. Homeward Bone ist nochmal interessant zu betrachten. Bonfires burn on the bone of undead. And this bone belongs to one whose journey was cut short. Has the power to travel to bonfires, as if it yearns to resume its futile quest. Wir wissen ja, dass die Lagerfeuer die Knochen von verbrannten Untoten sind. Und dass das Bonfire das Zuhause eines Untoten ist. Wir werden das nochmal deutlicher sehen in gewissen Miracles. Lloyds Talisman. Gott, über Lloyds Talisman könnte man jetzt nochmal irgendwie eine locker eine halbe Stunde referieren, wenn man Dark Souls 1 und 3 betrachtet. Talisman used by Cleric Knights blocks Estus recovery within a limited area. It is said that the Cleric Knight used this talisman to hunt down a cursed undead. Stimmt. Cleric Knights fight with pride and by blocking the recovery of the undead, they can also fight with impunity. Stimmt. Das passt alles, das deckt sich mit Dark Souls 1 ziemlich genau. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Seelen auf der hohen Kante. Ich kauf mal ein. Ich kaufe mal den Ring und dann kaufe ich mal den Ring und dann habe ich das schon mal von der Backe. I'll be around if you ever come back. Keine Sorge, ich spreche dich gleich wieder an. Oh. Who are you again? Hey. No, I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. Ja, ich weiß, das höre ich häufig. The type I'm quite fond of. Als würde sie wissen, dass wir ein besonderer Untoter sind. This place is already dead. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? Für eine unsterbliche Kreatur ist das sicherlich interessant, das ganze Geschehen aus einer entfernten Perspektive zu betrachten, wie alles zusammenbröselt und wieder neu aufgebaut wird. Aber als jemand, der das Bröseln erlebt und der weiß, ja, dieses Gebrösel ist meine letzten Momente hier, dann, ne. This place is fascinating. Das stimmt. We receive only the most peculiar visitors.
folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Are you going to see the old ones? Yeah. Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. Das findet sie auch noch lustig. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago, they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. Damit kann man sich das Spiel erschweren. This place is alright. Everything isn't. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismaying. Interessant, dass sie erwähnt, dass in Majula nur die interessantesten Personen angespült werden. Ich würde viele nicht als die interessantesten betrachten, aber ja. Oh, hallo again. I hope you find something of use. Also, ich will hier nichts haben, aber wir müssten ein bisschen was kaufen, damit beim Anfang die Gegenstände aufzutauchen. Also, gibt es irgendwas, was gut aussieht? Das Falcons Armor ist hübsch, aber man, die ist so schwer. Thanks very much. And do please come again. Können wir denn noch anständig räumen? Wir sind über 42%. Wir sind 42%. Alex ist so gern unter 40%. Gibi! Hat das Spiel gerade geruckelt? So, wir haben 40.000 Seelen. Seek less. Woher kommen die Seelen? Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich farm wie blöd gewisse Gegenstände und sie droppen einfach nicht, Alter. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ey. Mir auf den Kopf stellen? Keine Ahnung. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich verteile die Punkte mal breitflächig. So, dass man mir keine Spezialisierung dann erstmal nachsagen kann. Wollte euch aber ja noch zeigen, das mit Fire und Darkness Scaling. Nochmal ganz kurz. Wenn ich nur Intelligenz pimpe, erhöht sich mein Fire-Bonus-Damage. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Seht ihr, er hört dann irgendwann auf. So, jetzt steigt er nicht weiter. Pimp ich nur Wisdom, erhöht sich mein Fire-Bonus auch irgendwann. Aber hauptsächlich Lightning. Allerdings kein Fire, kein Darkness-Bonus. Darkness-Bonus skaliert mit dem kleinsten Wert. Oder beziehungsweise... Ja, kann man so sagen. Im Moment skaliert mein Darkness-Bonus mit der 14, weil das die kleinste von den beiden Werten ist. Erhöhe ich sie auf die 15, skaliert er mit der 15. Erhöhe ich einen weiteren Wert, skaliert der Darkness-Bonus weiterhin mit der 15, weil das ist der kleinste Wert. Erhöhe ich den, steigt auch wieder mein Darkness-Bonus. Und so geht es immer weiter. Und wenn ich die beiden im Gleichgewicht halte, bleibt der Feuer-Bonus-Schaden auch immer im Gleichgewicht. So, das war's. Kompliziert erklären, aber passt schon, ihr habt's verstanden. Ihr müsst beide Werte gleich hochhalten, wenn ihr Darkness-Schaden verursacht wollt. Und
hab eben als Goodie, dass der Fire Damage ebenfalls schön mitwächst. So. Das kaufen wir erstmal so. Mann, Level-Ups werden echt teuer mittlerweile. Aber, ja, ich hab auch viele Seelen mit nach Hause gebracht. Das wird ätzend, die 25 Geschicklichkeit zu erreichen, weil ich aus lore-technischen Gründen erstmal wirklich ganz gerne 20 Intelligenz und Wisdom haben will. Aber dabei natürlich nicht die anderen wichtigen Attribute vernachlässigen möchte. Denn die sollten so ein bisschen mitwachsen. What? Der überlebt einen Sprintangriff? Ich glaube, der will Ärger mit mir. Wisst ihr, was doof ist? Man kann mit einer Feuerwaffe keine Fackeln anzünden. Aber jetzt können wir ja mal hochgehen. Jetzt ist niemand hier, der uns, ich sag mal, stören würde beim Anzünden. Ich sage mal, wir gehen einfach mal um die Ecke und machen das Gebiet. Wieso leitest du nicht? Ich drück doch eigentlich. Whatever. Oh. Okay. Plop. Damals in der Präsentation von Dark Souls 2 war das folgende Gebiet in absoluter Dunkelheit getaucht. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen, so dunkel war es. Und es ist ein bisschen schade, dass sie das rückgängig gemacht haben. Ich hätte es toll gefunden, hätten sie mehr mit der Fackel gemacht, also einfach noch mehr mit dem Licht gespielt. Haben sie leider nicht. Und dass man hier Fackeln anzünden kann, finde ich auch ein kleines bisschen doof. Es wäre schöner gewesen, hätten sie uns hier gezwungen, mit einer Fackel in der Hand oder eben mit dem Zauber Light hier durchzuspielen. So nach dem Motto, hier ist es finster und hier kann man nichts nachzünden, aber naja. Ist halt so. So sieht's aus, wenn man kein Licht dabei hat. Man erkennt eigentlich noch einigermaßen ein bisschen was. Jetzt, die sterben nach einem Treffer. Ich habe nicht so viel Poise. Hä? Okay, ich bin noch... Ich habe das andere, das Original Dark Souls 2, nicht das Scholar of the First Sin, signifikant häufiger durchgespielt, weshalb ich hier auch ein bisschen verwirrt war, warum da kein Fetti steht, weil der Fetti wurde verschoben. Der ist im Moment über uns. Diese Feuerwehrspinne einen auch immer anspringen müssen, ne? So nervig. Da ist gerade einer runtergefallen. Klettern wir mal nach oben. Da kann es ja einer scheinbar kaum noch erwarten, zu uns zu kommen. Na, ihr Süßen. Kommt mal her. Meinetwegen auch nacheinander, ist mir egal. Oh, du lebst. Erstaunlich. Ist dieses Loch nicht mega praktisch? Und dabei habe ich meine Zauber noch nicht mal rausgeholt. Trottel. Und zurück nach oben. Ja, wollen wir mal gucken, wie viel so ein Soul Arrow da eigentlich Damage macht an ihm, ne? Ich bin selber neugierig. 136. Ist jetzt nicht wenig. Ist aber nicht mega viel. Sprintangriff 171. Equip, wie Stewie jetzt sagen würde. Ironclad Gunlets, hey, nice. Bastard Sword, ziemlich gute Waffe, ziemlich gute Waffe. Ich mag sie nur nicht. Warum nochmal?
Ah ja, genau. Der Claymore hat einen Piercing-Angriff. Das hat das Bastardschwert nicht. Das Claymore ist so ein gutes Schwert in diesem Spiel. Lächerlich gut, echt. Gucken wir uns gleich die Gunlets an. Komm her, mein Süßer. Von allen Angriffen finde ich den am nervigsten, Mann. 208. Und 152, ja. Die mögen Slashes nicht. Das müsste die Lederrüstung sein, wenn ich mich nicht irre. Ah, dann liegt sie weiter oben. Wo ist denn der andere Bum-Bum? Teddy-Bum? Und wo ist der Bogenschütze hin? Was denn hier los? Kenneth! Armored Dennis. Hoffentlich fällt der Trottel nicht runter. Der hat so ein gutes Schild. So ein gutes Schild. Und er hat auch Poise, wie ihr seht. Er hat richtig gut Poise. Der poist mit seiner Rüstung einfach durch und kann mit dem Greatsword angreifen. Praktisch ohne oder selten unterbrochen zu werden. Und ich glaube, dass er hier invaded hat eine mechanische Funktion und nicht eine Lore-Funktion. Denn jetzt wurden wir invaded. Und immer wenn wir invaded werden und das Phantom besiegen, glaube ich, das gehört auch noch dazu, besteht eine Chance, dass ein Samen wächst. Und zwar hier. Da ist er. Seed of a Tree of Giants. Gucken wir uns gleich an, Freunde. So, ist hier noch wer? Ich hasse diesen Vorraum. Dieser Vorraum ist schrecklich. Ich denke immer, er müsste voller Illusionary Walls sein, aber das ist er nicht. Anzünden reicht. Gib mir dat. So. A lump of something obtainable from a tree, a giant tree, makes enemies react to invaders. Sprich, wenn man invadet oder wenn man andere invadet, reagieren die Gegner auf einen ja nicht, ne? Wenn der Host dann aber diesen Samen benutzt, dann wird man auch als rotes Phantom von der Welt in Anführungszeichen angegriffen. When the giants fell, they grew into great trees. Death is not the end. For anything that has ever once lived remain a part of a great cycle of regeneration. But what of those outside of the cycle? Und mit outside of the cycle sind, denke ich, wir untote Menschen gemeint. Heißt, die Giants sind ein natürlicher Teil der Welt. Und das macht perfekt Sinn. Das macht absolut Sinn. Denn wir Menschen waren ja in unserer natürlichen Form eher Hollows und sind jetzt in einer unnatürlichen Form. Ach, da wollte ich eine Sache noch gucken. Dieser Tunnel hier, ne? Der hat mich am Anfang, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, hat mich wahnsinnig gemacht. Er hat mich so wahnsinnig gemacht. Okay, geht nicht kaputt. Gut, dann sind wir hier an dieser Stelle fertig.
und können jetzt mal eine kleine Detour machen, weil ich den die Lost Bastille jetzt erstmal ein bisschen außen vor lassen möchte und mit euch einen anderen Weg einschlagen will. Denn ansonsten müssten wir einen Ast kaufen. Geht, ist kein Problem. Aber ich wollte sowieso woanders lang. Und wo es längst geht, das behalte ich mal für einen Moment für mich. Die Episode ist dann etwas kürzer ausgefallen, aber bevor wir jetzt in ein neues Gebiet aufbrechen, beenden wir das lieber mal. Denn ansonsten sprengt es das wieder und ihr freut euch sicherlich auch mal über eine kürzere Episode, oder? Mit diesen Worten, meine Freunde, bedanke ich mich für euch immer fürs Zusehen. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Meinungen und macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal.